Hallöchen Leute, ich heiße euch wieder mal willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal hier. Dieses Mal mit Evoland, einem wunderschönen Spiel, das einen quasi die Entwicklung der Videospiele einmal durchleben lässt. Also vom Prinzip her ein ziemlich interessantes, ich glaube auch Indie-Spiel, natürlich ist Indie-Spiel, es war total billig. Das Spiel ist ungefähr vor einem Jahr rausgekommen, da ich mir auch ein paar Videos angeschaut, also ein bisschen was kenne ich von dem Spiel, aber inzwischen ist das meist wieder weg und ganz zu Ende habe ich es nicht gesehen, also wird es auch für mich zum Teil neu. Aber glaubt mir, ihr wollt dieses Spiel sehen, das ist wirklich ziemlich cool. Und ich fange einfach mal an. Freigeschaltet, rechte Taste, hier scheint es eine Truhe zu geben. Okay, und ihr seht schon, ich bin hier voll krass weit entwickelt, ich kann jetzt nur nach rechts laufen. Und die linke Taste, immer nach rechts gehen, ist öde. Oh ja, jetzt kann ich nach rechts und nach links gehen. Alter, das ist richtig hardcore. Und die 2D-Bewegung. Wir entwickeln uns immer weiter, Stück für Stück, zu einem modernen Videospiel. Einfacher Bildlauf, ihr möchtet sehen, wohin ihr geht, stimmt's? Ja, klar. Und jetzt sind wir schon quasi wie in einem... Nein, ich möchte nicht zum Hauptmenü zurückkehren. Quasi in einem alten Zelda-Spiel. Das erinnert mich hier an dieser Stelle immer an Link's Awakening. Aber irgendwie fehlt noch Musik und alles andere. Soundeffekte, dadurch wird das Spiel gleich lebendiger. Oh ja, da kann ich nur zustimmen. Nächste Schatztruhe. Glatter Bildlauf erspart euch einiges an Kopfzerbrechen. Ja, und schon wandert das Bild mit mir mit. Aber irgendwie fehlt doch noch einiges. Ich kann noch nichts machen, bis auf Laufen. Aber hey, dafür läuft das Bild mit. Ein Schwert! Jetzt könnt ihr böse Monster töten und Gebüsche niedermähen. Ja, ich frage mich, an welches Spiel das eine Anspielung ist. Ich komme einfach nicht drauf. Und ich glaube, hier gab es auch, wie die explodieren! Ich glaube, hier gab es auch so ein paar geheime Teile zu entdecken, wie die Schatztruhe da unten. Also gibt es dann quasi, ich glaube, es waren Karten, immer so bestimmte Karten in jedem Level oder in jedem Zeitalter zu finden. Da will ich mal schauen, wie viele ich davon finde. Sterne, nicht Karten, Sterne. Also, ich werde jetzt nicht versuchen, alle zu finden, weil schaffe ich nicht. Aber schon, wenn ich welche sehe, die unterwegs da sind, werde ich schon versuchen, die mitzunehmen. Aber kein 100%, dafür müsste ich mir das Ganze voll anschauen. Es gibt doch Karten! Den Oktorak, eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Oh ja, ich liebe Doppelzwilling. Und was ich auch gleich mal erwähnen muss, ihr müsst mir eventuell verzeihen, wenn ich hier bei diesem Spiel ein bisschen hart cutten werde. Weil dieses Spiel nur den Vollbildmodus unterstützt und ich dadurch keine Möglichkeit habe zu sehen, wie lange ich denn schon aufnehme. Was ein bisschen blöd ist. Ich hätte eine Uhr... Fuck, egal. Monster, Vorsicht, berühre sie nicht. Ich hätte mir auch eine andere Uhr hinstellen können oder so. Mache ich danach mal. Ja, damit es geklärt wäre. Und ich habe diesem Monster voll auf die Fresse gegeben. Musik. Evoland Melodie seit 2012, ganz oben in den Charts. 2012 ist das Spiel rausgekommen, meine Fresse. Ist ja schon alt. Speicherpunkte! Wow, eine Entwicklung, die Computerspiele für immer verändert hat. Klingt lustig, aber ist wirklich so. Und hallo Schatztruhe. 16 Farben. Alter, jetzt sieht's doch schon mal ein bisschen schick aus, würde ich sagen. Aber glaubt mir Leute, wir kommen noch sehr viel weiter. Es geht natürlich auch noch ins 3D-Zeitalter und ins 4D-Zeitalter und immer weiter. Also 4D jetzt nicht unbedingt, weil würde ja keinen Sinn ergeben. Ihr versteht schon. Geh weg, Oktarak. Und ja, wir sind momentan noch in einer ganz extremen Zelda-Welt. Hallo Fledermaus. Mit den Oktoroks und den Fledermäusen und was bist denn du? Aha, hi, wie geht's dir? Ich glaube, ich möchte nochmal an den Strand zurück, denn ich habe das Gefühl, da gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Oder Strand, was sagst du dazu? Diese Kakteen, diese 16 Farben. Die machen mich ja ganz wuschig im Kopf. Genau wie du, Grasbüschel. Und hallo Schatztruhe, ein Stern. Yay, sammle alle versteckten Sterne in Evoland. Mal schauen, ich denke eher nicht. Die Fledermaus, yes. Ich weiß übrigens auch nicht mehr, was Doppelzwilling ist, beziehungsweise soweit habe ich das Spiel dann gar nicht gesehen. Aber ich nehme mal an, das ist so eine Art Kartenspiel, das man in dem Spiel dann so spielen kann. Würde ja Sinn ergeben, oder nicht? Doch, würde es. Na. Aber wo will ich jetzt hin? Bäm! Ich möchte... Wo verstecken sich Geheimnisse? Okay. Ich vermute mal, hier brauche ich eine Bombe. Das sagt mir mein geschultes Zelda-Auge, ganz klar. Meine Fresse, die Pixel sehen echt irgendwie cool, aber irgendwie auch seltsam aus. Weil die so Zwischenräume haben. Aber ist ein nettes Stilmittel, was machst du? Der Titel nach jahrhundertelangem Frieden ertrat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evoland zu bedrohen.
Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter. Yes! Dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um den Notleidenden zu helfen und Böse zu bekämpfen. Fuck, dank des jahrhundertelangen Friedens hattet ihr gerade viel zu tun, aber es sieht ganz so aus, als würdet ihr das Ganze bald ändern. Zu schneller Text ist zu schnell. Eine kurze Geschichte, um euch in diese neue Welt einzuführen. Yeah. Hätte ich das jetzt nicht vorgelesen, wüsste ich sogar, worum es geht. Aber ihr könnt zurückspulen. Ihr Glücklichen, ich nicht. Ich muss das alles jetzt voll in Realtime machen. Quasi live, könnte man so sagen. Würde ich nicht so sagen, aber könnte man so sagen. Bam! Und hallo, Schatztruhe. Wow, 256 Farben. Das ist schon fast echte Grafik, stimmt's? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gefällt es mir vom Grafikstil wirklich gut. Also, so wie es jetzt ist, das Spiel. Oh, shit. Okay, eine Berührung und ich bin tot. Ich hätte noch gern ein paar Leben. Ja, jetzt seht ihr wieder, wie es davor aussah. Spannend, oder? Aber ja, genau, die 256 Farben finde ich am schönsten. Das erinnert mich so an die SNES-Zeit, die ich nicht wirklich miterlebt habe. Ja, Fledermaus, geh weg. Und du auch, Okta-Rockrack. Rockrack? Rockrack? Kommst du her? Geh weg. Stirb. Du verdammte... Ah! Bewegungsmuster der Fledermaus. Okay, Konzentration. Ich kann mich doch nicht von ein paar Fledermäusen besiegen. Geh weg. Besiegen lassen. Das ist irgendwie zu deprimierend. Okay, ich habe fast echte Grafik. Jetzt kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Bäm! Verzieh dich, du Fledermaus. Ich hasse dich. Zeichenanzeige. Zum Glück scheint euer Held das Zeichen lesen zu können. Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteurer geeignet. Ich bin nicht wendig genug, wie es aussieht. Da werden wir wohl später noch hinkommen. Spoiler, Spoiler. Was für ein krasser Spoiler. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob wir da später hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Freie Bewegung. Boah, nicht nur vier Richtungen, Alter. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versucht es mit dem Pfad im Osten. Okay. Ach so. Ah, das war also mit wendiger Abenteurer gemeint. Jetzt kann ich da doch durch, oder? Yeah. Hallo, Speicherpunkt. Was macht ihr da? Geh mal weg. Ha, Trottel. Steh mal auf. Trottel. Der hat einen... Alter, ich dachte, der tötet mich jetzt. Pfad freigeschaltet, um alle Monster zu töten, ist bei eurer Quest mitunter hilfreich. Klickt auf das Symbol an oder öffnet Tab. Tab. Yes. Inventar. Wunderschön. Leider habe ich noch nichts im Inventar. Die Überwelt. Überwelt. Das ist keine schöne Übersetzung. Die Welt zu erforschen ist nett. Nehmt euch irgendwas. Überwelt ist ein schreckliches Wort. Das hat zu viel Zeit gekostet. Oh, hallo. Rundenbasierter Kampf? Nein. Jetzt kommt der rundenbasierte Kampf. Alter, und das ist sowas von RPG Maker. RPG Maker 2003, wenn ich richtig liege. 50 Guilds. Oh yeah. Ich bin der Guild Pro. Warum komme ich mit einer Taste immer zum Hauptmenü zurück, die nicht Escape ist oder Start? Das ist seltsam. Oh, ein Chocobo! Chocobo stirbt! Au! Hört auf, mich anzugreifen. Ich bin der Chocobo-Monster-Töter. Monster. Tot. Au. Arschloch. Nee. Und Hallöchen, Schatztruhe. Wow, Mode 7 sah fantastisch aus, als es seinerzeit 1990 eingeführt wurde. Ja, damals sah es echt fantastisch aus. Heute eher so... Nja. Sieht ganz okay aus, aber... ist nicht mehr zeitgemäß, könnte man meinen. Ich würde es nicht sagen, aber doch würde ich. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Genauso wie ihr sterbt jetzt bitte. Ich habe viel zu wenig TP für so eine Scheiße. Vor allem ist es irgendwie sinnlos, gegen die zu kämpfen, weil ich nicht mehr Erfahrungspunkte bekomme, aber was tut man nicht alles, um die Welt zu retten? Oh, Schatz. Okay. Seltsamer Übergang. Ortsname, hier erfahrt ihr die Namen der Orte, die ihr bereist. Ja, bezaubernd. Gegen euch möchte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht kämpfen. Ich würde viel lieber einen Speicherpunkt suchen. Speicherpunkt? Kann ich da nicht durch? Nee, kann ich nicht. Das sind jene Steine, die mich nicht durchlassen. Die Steine der Undurchlässigkeit. Nenne ich sie jetzt mal. Stirb. Pauk.
Du auch. Poke. Nein, ich stelle mich hier hin. Poke! 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 Verdammt! Poke! Hörst du auf? Ich behaupte mal, ich muss hier wieder alle Gegner töten. Das ist ja irgendwie, wenn die da sind, liegt das ziemlich nahe, weil die halten ja ein paar Schläge aus. Deswegen könnte man meinen, die müssen sterben. Truhe freigeschaltet. Alle Monster zu töten kann ebenfalls Schätze freischalten. Oh yeah, ich bin ein großer Freund von Schätzen. Wo ist denn mein kleiner Schatz? Schatz, Schatz, wo bist du? Da, Hallöchen. Wow, Dorf, warum ist die Musik in den Dörfern so nervig? Würde ich nicht sagen. Eigentlich ist die Musik in den Dörfern immer ziemlich beruhigend und nett. Nervig ist wirklich nicht das richtige Wort. Entschuldige dich dafür, Spiel. Entschuldige dich. Oh, Schatztruhe. NSC, okay. Endlich jemand zum Reden. Oder auch nicht. Hi. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Tut mir leid, halt die Fresse. Ich rede nicht mit Erwachsenen, Arschloch. War nicht so gemeint. Ich hasse dich. Gut, wen gibt's denn sonst noch zu sehen? Ich glaube, die sagen jetzt alle... Was macht ihr hier? Kinder gehören ins Bett. Oh, okay. Und du? Wenn ihr nicht lieb seid, kommt der böse Kefkas-Geist und frisst euch auf. Ja, der hat so eine schöne Lache, habe ich gehört. So besagen es die Gerüchte. Ich glaube, mir fehlt noch eine Schatztruhe, damit ich die Häuser aufmachen kann. Das habe ich so im Urin. Oder was sagst du? Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Da komme ich immer noch nicht rein. Schatztruhe? Hallo, mein Kleiner. Erwachsene sind nicht lustig, sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß den Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Okay. Dann möchte ich jetzt die Sache mit dem Wachstumssamen einfach mal nicht hinterfragen. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Der Kleine will den Wachstumssamen haben und der ist ihm in den Brunnen gefallen. Und wahrscheinlich darf er niemandem davon erzählen. Häuser betreten, ihr könnt jetzt beliebig in die Privatsphäre anderer eindringen. Yes! Perfekt, darauf habe ich gewartet. Oh, ein Brief. Oh, ich kann ihn lesen. Meine Fresse, sind das... Ach, sind nur Fenster. Ich dachte schon, das wären alles Türen. Ich war schon verwundert, warum das Haus so viele Türen hat, weil wäre ja irgendwie dumm. Gastwirt, falls ihr etwas müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch zu einem fairen Preis. Na, das will ich auch meinen. Hallöchen. Ihr seht müde aus. Möchtet ihr euch gegen 10 Gil in unserem gemütlichen Gasthaus ausruhen? 10 Gil. Okay. Und alles wird atmosphärisch dunkel, wie in Secret of Mana. Speichern? Auf jeden Fall. Auf jedensten Fall. Ja. Wo gehe ich dann als nächstes hin? Ich glaube, da gehe ich rein. Ja, das sieht gut aus. Ist hier jemand? Ah, oh, Schatzruhe, hi. Ladeninhaber, bei diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Gil ausgeben. Ja, das lobe ich mir. Tut mir leid, der nationale Schwertverband verbietet uns Waffen an Kinder zu verkaufen. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Dich nicht. Oder? Ich hasse dich. Ich hasse euch alle. Ihr seid alle so gemein zu mir. Ich bin auch gemein zu euch, aber ich darf das. Ich bin nur ein Kind. Diese Tür ist verschlossen. Und was sich wohl dahinter verbirgt? Zeit für Hausfriedensbruch. Nein, nicht ins Menü. Na. Das ist bei mir quasi immer der Knopf, der auf dem PlayStation Controller ist, X wäre. Dieser Knopf sorgt dafür, dass diese Hauptmenümeldung kommt. Das ist ein bisschen blöd. Die Karte Torg! Na gut, ich mag den Torg. Der ultimative Führer für alles von S. Miyamoto, ein absolutes Genie. Ich kenne keinen Miyamoto. Miyamoto. Ihr habt einen Trank gefunden. Yeah! Das ist super. Aber wo will ich denn jetzt hin? Gibt's da noch ein Haus? Ist da... Oh, Hallöchen. Lass mich in Ruhe und spielt mit den anderen Kindern. Okay. Ich sehe keine anderen Kinder. Ich sehe nur das eine Kind und das erzählt mir irgendwas von Samen im Brunnen. Von dem will ich mich ehrlich gesagt ein bisschen fernhalten. Man erzählt sich so Geschichten über ihn. Deswegen... Der ist mir ein bisschen suspekt. Mit dem will ich lieber nicht spielen. Mann, diese Kinder von damals waren ganz schön anspruchsvoll. Wo ist denn der scheiß Brunnen? Ich möchte jetzt den Samen suchen und dann möchte ich ihn gegebenenfalls auch da rausholen. Samen? Samen! Wo ist der Samen? Ich meine, wo ist der Brunnen? Brunnen!
Hallo? Erwachsene sind bla 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 bla. Ach, Moment mal, kann sein, dass ich vielleicht das Dorf wieder verlassen muss. Hier kann ich ja sonst nichts mehr kaufen. Ja, okay, du verkaufst mir nichts, du bist ein gemeiner alter Mann. Dann gehe ich doch mal wieder. Leckt mich, Leute, ich gehe nach Hause. Naja, nicht wirklich, weil ich bin ja irgendwo gestartet. Ich kann nicht wirklich nach Hause. Gibt's hier irgendwo einen Brunnen? Das muss ich jetzt herausfinden, Leute. Okay, Leute, da draußen gab's absolut nichts für mich zu holen. Deswegen, würde ich mal sagen, ich beende diesen Part hier jetzt mal an dieser Stelle. Ich glaube, das sollte jetzt eine gute Zeit sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder von Evoland. Yay, bis dann und gute Nacht.